Na, Erika, hoffentlich hast du Misty kontaktiert, denn heute wird alles brennen. Sorry, das waren auch Nachwirkungen vom letzten Part. Oh, diese Erinnerungen. Einfach los, ist das Wetter nicht wunderschön, einfach ehrlich. Oh meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein, willkommen. Ich bin Erika, die Erinnererleiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur, deshalb trainiere ich Pflanze-Pokémon. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut, ich werde ohnehin nicht verlieren. Das werden wir sehen. Oh, ein Sarsenia. Knuffenser! Stirb! Stirb! Oh mein Gott, das zieht überhaupt nichts ab. Ja, aber es brennt! Ich hätte mir irgendwelche Gegengifte und alles einkaufen sollen. Warum ziehen das so wenig ab? Mal schauen, vielleicht Schaufel und bring der Tiger da mehr. Erschlag es mit deiner Schaufel! Naja. Nein, es verdrückt mich. Aber jetzt wird es langsam krepieren. Naja. Das kann aber auch wieder lange dauern, ne? Aber mir doch egal, denn du verlierst sowieso. Stirb! Sansenia ist down. Tschüss. Arme. Oh, ein Tangela, da bleibt Arme drinnen. Haha, Arme. Oh mein Gott. Ach, wie schaut ein Tangela aus? Oh, diese Augen. Ach man. Nein, schon wieder Klammer. Warum können die alle Klammer, Klammer, Klammer? Solange das nicht wieder Jahrhunderte andauert, wie im letzten Part. Wenigstens haben sie noch kein Schlafpuder eingesetzt. Umklammerung? Moment, also. Jetzt hat sich schon gedacht, dieses Viech kann nur Attacken, die diesen Effekt hat von Klammer. Und Level 30. Und um Giflor. Giflor! Kirito, das ist mir auch aufgefallen. Bisher hat Kirito jeden Kampf, jeden Arena-Kampf beendet. Eigentlich hätte ich das. Naja. Ist egal. Es blättertanzt. Es blättertanzt, aber das zieht schon einiges ab. Puh. Moment mal. War das gerade nicht sehr effektiv? Nochmal. Nein? Warum nicht? Blättertanz ist ja Pflanze, oder? Oder... Hä? Anscheinend ist... Das jetzt... Oder? Ja. Das ist jetzt genau umgekehrt mit Pflanze und Boden. Ach Gott. Und Level 29 und Erika besiegt. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich, meine ich doch. Ich übergebe dir den Farbenorden. Jo. Der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 deine Befehl folgen. Außerdem können deine Pokémon nur Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden. Nimm doch bitte dieses Geschenk. Ich muss Platz schaffen. Mann, das nervt schon langsam. Hypertrank. Was soll ich tun? Was ist das? Steinhagel, kann das irgendwer? Kirito. Schauen wir mal. Steinhagel. Hagel, genau. Steinhagel. Bodyslam. Nein, Hordenattacke brauchen wir nicht mehr, ne? So, gib mir jetzt die DM. Der Farbe und La! Ja.
Ja, ich weiß. Nimm dieses Geschenk. TM21 ist mega sauger. Warum nicht Blättertanz? Blättertanz ist viel besser. Tschüss. Okay, da. Also wieder. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Ohne X-Probleme. Ach ja. Steht mein Name hier jetzt? Nate und Sebi, ja. Ich hab sie alle niedergemacht und verbrannt, du alter Opa. Warum geh ich da wieder rein? So. Eine Genugtuung, diese Arena fertig zu machen tun. So, Wind. Juno. Muss ich auch bald. Na, müssen durch da nichts. Aber werde ich bald entwickeln. Genauso Toki. Nier. Wenn wir ungefähr so die Hälfte hinter uns haben. Noch einmal heilen und dann geht's in die Spielhalle. Na, zockt ihr? Naja. Eigentlich. Ja, ich zocke überhaupt nicht. Also ich würde das auch nie machen, so Geld zocken und Aber Pokern kann lustig sein. So zum Spaß Pokern. Das hat ja was. Obwohl ich lange ist es schon her, als ich Poker das letzte Mal gezockt habe. Ja, also. Oh Mann. Diese Musik, die erinnert mich jetzt an Pokémon Stadium. Ach Gott. Du. Nein, nicht raus. Hallo. Hey, willst du mich ablenken? Ich nehme ein paar Münzen. Toll. Also, was lernen wir? Nervt Leute, sie geben dir dann Geld. Wie geht's? Brauchst du ein paar Münzen? Wow, ich werde reich. Und du mit deinem komischen Ohr, das wie eine Nase aussieht. Glücksspiele sind unheimlich, man wird schnell davon abhängig. Herrlich, das macht Spaß. War da nicht irgendwo so ein Trick? Ein Bandit. Kann man ja. Mann, warum freudest du dich? 3! Nochmal! 3! No. Super, 8 Münzen! Boah, bin ich gut. Ich werde jetzt schon so süchtig. Nein. So. Das war's. Wenigstens habe ich das auch gezeigt. Ne? Man kann immer so gegen Zelda Pokémon eintauschen, aber ich bin ein Glücksspieli. Ich bin klein Glücksspieli. Möchtest du auch spielen, Junge? Ui. Das würde in echt. Niemand, man sagt diese gehört dem Team Rocket, es würde auch niemals im Real Life geben, dass dir welche Münzen abgeben. Ich glaube, jeder Spieler oder einer gewinnt schon. War das nicht irgendwo da? Irgendwo habe ich mal gelesen, unter irgendeiner Frau kann man die ganze Zeit gewinnen. Und. Nee, wie es aussieht, nicht. Und hier? Vielleicht ja hier. Na, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Nee. Naja, genug gezockt. Habt ihr noch was zu sagen? Willkommen! Hinter der Tür kannst du keine Menschen gegen Preise eintauschen tun. Willkommen in der Rocket-Spielhalle, genau. Nein, das tue ich doch nicht. Nee, bist du blöd. Bist du blöd? Jetzt doch nicht. Du da! Wo stehst du da? Verschwinde von dem Poster oder ich muss. Ich muss. Dir den Popo versohlen. Nein! Schon wieder mit einer Dingens in der Hand, mit der Peitsche. Hilfe, Polizei! Triplette ist nieder! Oh mein Gott! Lauter Volltreffer schon wieder! Immer diese Volltreffer. Wehe noch einmal. Ja, dann hätte ich dir den Popo versohlt. Und tschüss, Radikal.
Ach Mann. Das wird jetzt so ein spannender Teil, wo wir gerade uns befinden tun. Ach ja. Und das noch zweimal hintereinander, glaube ich. Oder? Ja, in Sephronia sieht die noch einmal. Über was rede ich überhaupt? Werdet ihr sehen gleich tun. Team Rocket, juhu. Juhu, Team Rocket besiegen sehr viele Hüppel. Das ist immer so spannend. Juhu. Mist. Mist. Ich muss dem Post sagen, dass unser Versteck entdeckt worden ist. Kann man tun. Ja, wenn er das immer so sagt, wo bist du überhaupt hin? Hallo? Hallo? Er ist verschwunden, er ist ein Geist. Hilfe. So. Juno hat ein Level up bekommen und jetzt kommt Sheila endlich wieder mal dran. Komm schon. Was ist da seltsam? Hinter dem Mausei ist ein Schaller. Mal sehen. Es hat dich nicht gemacht. Oh nein, eine Tür. Das hätte ich mir jetzt nie gedacht. Ach ja. Und diese verrückte Psychomusik. Schon wieder Psychomusik. Ach ja. Du, wie kommst du hierher, Kleiner? Durch die Tür. Oder durch die Wand. Durch die Türewand. Keine Ahnung. Traumato. Oh nein, es will mich. Sheila. Sheila. Gilou. Was wollte ich ihr eigentlich noch beibringen? Ach ja, ich weiß schon wieder. Es kann aber ein bisschen dauern, bis das kommen tut. Oh Mann, das geht schnell mit Sheila. Geh weg, du Macholo. Wenigstens bist du in den Hintergrund geraten, mögen. Ui, schon wieder, Halleluja. Ach, ich glaube, Macholle will sich versöhnen mit mir. Wir haben jetzt einen gemeinsamen Gegner namens Gnafensa. Autsch geschlagen. Du lässt dich vom Kind schlagen. Willst du dich mit dem Rocket anlegen? Ja, schwarz gegen rot. Ich bin das einzige Ding da in dieser Welt, das rot ist, eine andere Farbe hat. Naja, ihr habt auch eine andere Farbe, alles ist braun, genau. Alles ist blau, aber ihr seid schwarz und ich bin rot und ich bin besser, weil ich rot bin, ja. Hallo, Mann, wo muss ich da überhaupt? Wenigstens gibt's hier keine Pokémon. Du hast Mut, hier herum zu planschen? Was war's? Elgato, zeig's mir. Du hast Mut, hier hereinzuplatzen. Herum, warum? Herum, warum? Och, Mann. Radikal. Blub, strahle es nieder mit deiner Macht. Und er ist besiegt. Und noch ein Radikal. Du, Karl. Du. Es war doch der Junge aus The Walking Dead, oder? Karl. Nur mit sie. Karl. Es hört sich so alt an. Wie so ein alter Knacker. Karl. Das ist doch kein Name für einen Jungen. Mist, versagt. Unsere Rache wird grauenvoll, du Lausebengel. Das heißt Lümmel. Und der Pokéball ist auch rot. Du kannst gerne weiteren E-Team-Dreh gehen. Alter. Ich muss das... Los. Juno, Tafelwasser. Ich brauche doch das Tafelwasser. Was tue ich denn? Naja. Fluchtseil. Das brauche ich doch nicht. Ich brauche kein Fluchtziel. Kein Fluchtziel. Mann, das kann ich jetzt machen. Ich cutte kurz, um alles zu entleeren und so, ne? Ne? Dass ich Items aufheben kann. Also bis gleich... So, ich bin wieder da. Gab's hier noch irgendwas abzuholen? Wie kommt man da runter? Nee, da müssen wir erst nochmal weiter nach unten gehen. Ich bin schon gespannt, ob mich diese Musik auch so verrückt macht wie die Höhlenmusik. Das war ja ganz arg. Der Boss sagt, dass Selfco macht Geister sichtbar. Ach Gott. Ach Gottchen, ne? Super!
Und wer wird wohl siegen, unsere Schilo oder Zubat? Keine Ahnung, dass sie so eine schwierige Entscheidung tun. Und Level 28, Smogmog. Na, Smogon, nicht Smogmog, Smogon. Es schaut so verzweifelt aus, dieses Smogmon. Weg mit dir. Weg mit dir. Und irgendwie habe ich die Vermutung, dass wir überlevelt sind, vielleicht. Naja, wenn wir bedenken... Ach, das ist auch so. Warum hat Erika 2 Level 29 und dann 1 Level 24? Das passt doch nicht. Das ist so sinnbehindert. Warum tust du sowas, Erika? Och ja, das ist so spannend. Eigentlich könnte ich auch diese Kämpfe rausschneiden, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das gehört doch zum Abenteuer dazu, dass man so welche Kämpfe macht, ne? Stopp, ich ergebe mich! Das Team Rocket Upgrade, die hat 4 Untergeschosse, du findest den Wasser niemals! 4, das sind so viele! Oh Mann, leckt das oder ist das so langsam? So. Auf mit dir, so langsam du bist, Huhuhuhun. Ich will da rauf. So kommt man da rauf. Ui, so viele Möglichkeiten, Items aber zu sammeln. Mondstein, schon wieder. Wie könnte ich denn noch entwickeln? Ich habe aber kein Pipi gefangen, also... Das muss ich auch machen. Ein Nugget. Ich muss gerade an die A Cappella von... Wie heißt der? Keine Ahnung. Der Typi da. Wie heißt denn der YouTuber? YouTuber-Dingens da mit dem langen Bart, langen Haare, McGroovy, irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ich muss gerade an diese A Cappella denken. Das ist auch so geil. Und ich tanze mit meinem Gesäß mit. Oh ja, ja, das ist so interessant. Ich weiß es doch. Habe ich ein Item vergessen? Keine Ahnung. Ich glaube, da links oben war noch was. Ich weiß, keine Ahnung, vielleicht. War da nicht irgendetwas? Da ist es! Ich habe dich gefunden, Thun! So, wir müssen das zweite da, die zweite Reihe nehmen, Thun. So, wie komme ich wieder zurück? Mann, das war jetzt voll grauser Tör. Ja. Wo muss ich lang? Wieder da. Mir geht es nicht aus dem Kopf, diese A Cappella. Alter, hör auf. Quassel irgendwas und zieh nicht blöd herum. Summ nicht blöd herum. Summ. Honeybobs, Mann, diese Nerbung, genau. Diese Werbung war so extrem nervig. Keine Ahnung warum, aber sie war extrem nervig. Weil so ist ihr überhaupt hier. So. Wollte ich noch irgendwas ansprechen wegen den Rauscutten und so? Ja, ich finde halt, diese Kämpfe gehören zum Abenteuer dazu. Und... Ja, das ist ja gespalten bei den Zuschauern. Habe ich halt den Eindruck, wenn ich die Kommis bei anderen Projekten so lese. Die anderen möchten das nicht, die anderen schon. Ja, ich glaube, ich bleib da einfach bei meinem Spielstil. Ich mache alles genau. Und falls ihr etwas dagegen habt, könnt ihr in die Kommis schreiben. Ich bin ja immer offen für sowas. Ja, für den Zuschauer. Mann. Ja, ja. Oh, das ist aber
dann verpasst ihr so spannende Kämpfe wie diesen hier. Wer ist denn als nächstes Arena-Leiter tun? 4, 5, 5, 5? Da könnten wir uns auserwählen tun, welcher wir wollen tun. Toki. Aber ich glaube, ich mach den Koga zuerst. Ne. Weil ich glaube, Sabrina hat die nicht irgendwie Level 40 schon oder sowas. Keine Ahnung. Das kann nicht funktionieren. Doch. Okay, okay, ich packe aus, benutze den Aufzug zum Boss. Oh. Ich brauche aber, glaube ich, ein Liftschlüssel. Ein Hypertrank. Hallo, du da. Alarm, Eindringlinge. Eindringlinge. Du meinst auch meine Pokémon? Ja, gemeinsam gegen Team Rocket. Blöblöb. Sheila, warum bist du noch draußen? Blubstrahle ist nieder! Sheila! Alles endet mit A! Wow! Ich bin so ein Schnellchecker! Ach Gott, wer kommt denn jetzt? Ich habe nicht aufgepasst. Oh, Smogmon. Ist ja gut, dass ich ein spezielles Pikachu rausgeschickt habe. Naja, speziell. Ich glaube, Angriff und ich spuck schon wieder auf mein Popschild. Angriff und Spätz ist bei Pikachu, glaube ich, gleich. Ungefähr gleich. Komm schon, Toki. Röste dieses Mogmon. Ach ja. Und es ist vorüber fast. Warum hältst du mit ein KP aus? Ich weiß es doch nicht. Mach schon hin, Toki. Toki, ich konnte nicht ihn stoppen tun. Silfgob, ich weiß nicht, wovon du redest. Nein, ich doch nicht. Komm schon, Toki. Brate alles hier nieder. Warum war ich jetzt hier? Ich weiß nicht, ich bin jetzt schon verwirrt. Team Rocket setzt Verwirrung ein. Brauche ich den Liftschlüssel? Nee, Liftschlüssel. Ja, Liftschlüssel. Löffel. Lümmelchen. Wo muss ich jetzt hin? Da habe ich doch nichts verpasst, oder? Ich weiß nicht. Oder geht's hier oben? Nee. Wo muss ich hin? Wo ist denn der Typ mit dem Schlüssel? Ah, da geht's hier noch lang. Dün, 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 dün. Ist hier noch irgendwas? Nein. Irgendwo gibt's hier wieder so ein verstecktes AP Plus. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Das ist schön für dich. Was willst du jetzt machen mit deinem blöden Macholo? Oh mein Gott, Macholo gegen Toki. Zum wievielten Mal ist das jetzt schon dieser Falle tun? Stirb, Macholo! Ja, Toki, ist nicht aufzuhalten. Stirb, Macholo, stirb! Ach man, komm langsam mal wieder runter, ne? Die sind ja nicht so nervig, die haben es jetzt noch nicht so verdient zu sterben, ne? Wie ein gewisses Knuffenser. Jetzt mach schon! Was? Ich habe verloren. Oh, AI! Geh ruhig weiter, du benötigst den Liftöffner. Und der fehlt dir. Wirklich? Aber da ist ein Item. Du hast mir TM10 gegeben. Ich habe voll die Ahnung, was das jetzt ist. Hui! Ach Gott, ich mag das. Und wie ich das letzten Part gesehen habe, macht das nichts aus, wenn ich das so herummache. Ach, ich musste das immer unterdrücken. Das ist doch so lustig, wenn man die Schultertasten immer so drücken kann, ne? Ja. Ach Gott. Du da. Ist da rechts oben noch irgendwas? Eine Treppe. Und da ist ein... Was? Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten raus.
Oder nicht, oder doch, oder vielleicht, oder nicht. Boah, fett alles. Jetzt machen wir mal einen Kampf so. Wetten, das bringt jetzt die ganze Aufnahme durcheinander. Naja. Ach, der letzte Part schon wieder von Mario Galaxy. Da hat die Elgato wirklich herumgezickt. An einer Stelle sogar 15 Sekunden war der Ton hinten. Och, keine Ahnung warum. Weh, Elgato. Oder ich muss dich bestrafen. Und Radikal ist weg. Irgendwie. Nee, ich lasse das sicher nicht. Für diesen Kampf reicht das aus, aber diese Ansicht, nee, das ist mir zu breit. Fund es nieder. Donnerblitz ist nieder. Döner blotzen. Blotzendöner. Team Rocket besiegt. Uff, ich bin am Boden, dann bleib am Boden. Das hilft Coop. Coop. Hat das Gerät, das er braucht, gerast, was ist ich? Haha. Was redest du denn so blöd? Was ist hier? Glaub, ich kenn mich jetzt schon wieder aus ein bisschen. KP Plus. Glaub, da ist der Typ, der dir diesen Liftöffner gehippt. Jaha. Hallo. Ich werde dir den Lichtöffner. Licht! Öffne dich! Ach ja. Oh, mit dem Smogmon, da tut er mir aber leid. Toki wird es vernichten. Vernichten wir das. Ja. Smogmon ist hin, wieder mit einem KP überlebt. Sternschau ist nieder. Boing, boing. Und da Shooting Star. Ach ja. Stuart! Wir das nicht überleben. Du armes Zubärtchen. Zubärtchen. Komm schon. Toki besiegt. Nein, wurde nicht besiegt. Oh nein. Da muss man ihn ja nochmals ansprechen. Aber das tue ich sowieso bei jedem Trainer. Also... Mist, ich hab den Liftöffner verloren. Sonst bekommt man ihn nicht in dieser Generation, das weiß ich noch. Aber wie gesagt, naja, früher glaube ich kaum, dass ich das gemacht habe. Die Trainer nach dem Kampf nochmal anreden. Das sehe ich auch bei den Let's Plays, wenn ich Pokémon Let's Plays schaue. Dass das überhaupt keiner macht, ich weiß nicht warum. Ich lese mir halt sehr gerne die Texte durch. Auch wenn sie überhaupt nichts bringen. Das gehört einfach zum Spiel. Und die geben sich ja auch Mühe, Texte zu schreiben. So unnötige Texte, ne? So, ich glaube, wir haben jetzt alles. Müssen wir da runter? Wie spät ist denn? Ich gehe kurz mal wieder zurück und mal sehen. Ich weiß nicht, soll ich... Es wird sonst wieder so lange. Wird schon wieder so ein 30-Minuten-Part. Aber ich glaube, wir sind eh am Ende. Also von diesem da, Orten da. Wir sind eh beim... Nein, da kommen ja noch zwei Trainer. Sollen wir das jetzt machen oder danach? Nee, das machen wir beim nächsten Mal. Ja, dann... wieder tschüss und sagen. Oder doch nicht, oder doch, oder doch nicht? Ha, ich weiß doch nicht. Keine Ahnung. Sag einfach tschüss. Ich kann aber nicht. Sag es schon! Warum? Ich will nicht! Sag es, sie wollen begrüßt werden. Genau, warum begrüßt? Das macht man am Anfang. Nein, sie möchten am Ende begrüßt werden. Okay, dann herzlich willkommen.